so überlegt, ich will irgendwie was schenken, was eine tolle Bedeutung auch hat. Fühlt sich auch ein bisschen so hochzeitsmäßig an. Ja, sehr. Aber es war immer wie so eine dunkle Wolke über einem, die über einem geschwebt hat. Sonst ist man jahrelang an diesen Regalen vorbeigelaufen und irgendwann müssen wir hier Halt machen. Wo ist das, was die Leute immer sagen, wenn man schwanger ist, kriegt man einen Prego-Glow? Ich sehe ihn noch nicht. Leute, das ist das Endergebnis davon, wenn Emma Honi den Haushalt macht. Das ist doch überhaupt nicht wahr! Normalerweise. Komm ich gerade eben runter. Ist da überall Schaum lang. Schatz, was hast du gemacht? Schatz, ich brauche mehr Handtücher. Wir haben nicht mehr. Hat der einfach Geschirr... Pass auf, wo ist die Flasche? Wo stand die? Ich ist sie hier drin? Auf der Ablage. Ich dachte, die hast du genommen. Oh mein Gott, guck mal, jetzt kommt die raus. Diese Flasche, ja, stand da oben auf der Ablage. Nee, weil ich das gestern benutzt habe, um zu spülen. Und der hat das einfach da reingekippt. Ja, Schatz, was sollen wir tun? Ach du Kacke. Hol erstmal Handtücher. Okay. Stell den Sock irgendwo hin. Ich weiß doch auch nicht. Mehr haben wir jetzt gerade nicht. Die sind doch hier. Ja, ist doch gut. Die sind sauber. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Oh mein Gott, der Schaum kommt da nur so raus. Was soll ich machen? Ja, jetzt muss es einfach rauslaufen lassen. Das wird sich schon irgendwann beruhigen. Leg alles mit Tüchern aus. Das wird sich irgendwann schon beruhigen. Das läuft doch alles unter die Küche. Das kann ja nicht mehr werden. Nein, es wird immer mehr. Wie das einfach rausdruckst. Oh mein Gott! Mann, ich hab doch nur. Ich dachte, Lina, nicht deine Schuld! Was? Nicht so viel denken. Ja, hier, ich hab das Zeug benutzt. Und das stand hier so. Und ich dachte, es wäre. Ja, weil ich gestern Abend damit meine Flasche gespült habe. Das ist Geschirrspülmittel hier. Also nicht ja, Geschirrspül! Geschirrspüler! Nee. Ich dachte, das wäre. Eben, Geschirr. Spülmittel, nicht Geschirrspülermittel. Ja, ich dachte, irgendwas, um den Geschirrspüler zu reinigen. Ich würde gerne wissen, wie viel davon du da reingepumpt hast. Und dann noch ein oben. Zwei so Spritzer? Juli, was ist denn los hier? Guck mal, da kommen so richtige Bobbel raus. Haben wir eigentlich schon guten Morgen gesagt? Heute guten Morgen. Das war der stressigste Anfang eines Vlogs aller Zeiten. Aber es, so langsam hat es sich da beruhigt, würde ich sagen, oder? Ja, wie gefährlich immer vor, wir wären nicht da. Du hättest sie angemacht und wir wären nicht da gewesen. Oh mein Gott. Entschuldigung, falls ihr gerade hier übrigens Kaugeräusche hört, ich esse einen Käsetoast. Alter, Babe, es hört nicht mehr auf. Hey, irgendwas muss ich doch tun. Wir nee, du musst es jetzt laufen lassen. Doch, das muss dich halt jetzt beruhigen. Guck mal. Ja. Wir müssen irgendwas machen, Babe. Wir müssen es stoppen. Dann mach die Spülmaschine auf und dann müssen wir. Aber ich weiß auch nicht, wie wir es da rauskriegen sollen. Ja, das muss abdingsen einfach. Luft weg. Verschwindet ja dann. Schaum verschwindet ja. Ja, aber das Geschirrspülmittel ja nicht. Das überhand. Stell mal die Kamera irgendwo hin. Ich verstehe halt nicht. Normalerweise läuft da doch auch kein Wasser raus. Wieso läuft da jetzt Schaum raus? Das ist das, was ich mich in amerikanischen Filmen auch schon immer gefragt habe. Wieso? Ja, Babe, weil das jetzt einfach überhand nimmt hier. Ja, aber ich meine, da ist ja noch super viel Platz, wo der Schaum hingehen kann. Ja, aber guck mal, das ist mal eine richtige Grundreinigung aus der Spülmaschine. Wieso bahnt sich jetzt der Schaum den Weg und das Wasser sonst nicht? Wenn wir jetzt eine Stunde warten und der Schaum sich dann runtergefahren hat. Ja, der fährt sich auch immer wieder hoch, leider. Ja, ja, eben. Ich weiß nicht, was macht man da jetzt am besten? Oder zieht man einfach durch? Wie lange geht denn der Waschgang noch? 2,5 Stunden. Noch 2,5 Stunden? Ja. Irgendwann ist das ja alles mal rausgekommen. Das ja, weißt du? Hoffentlich. Du musst es jetzt durchziehen. Du müsstest jetzt die Spülmaschine auseinanderbauen und das Ganze absaugen. Jedes Mal, wenn du die jetzt anmachst, wird das immer wieder kommen. Also normalerweise wäre jetzt der Punkt erreicht, wo ich meine Eltern anrufen würde. Alles gut. Leg es einfach aus und sitz es aus. Ist jetzt sitz es aus, sagst du? Okay. Ist jetzt so. Dann setzen wir es aus. Stress am Morgen. Wirklich. Wie kannst du so blöd sein und da Geschirrspüldingens reinmachen? Ich würde mal gerne sehen, was hier jetzt wieder für ein Drama wäre, wenn das mir passiert wäre. Quatsch. Gar kein Drama. Kann passieren, wir sind alles nur Menschen. Aber wenn du es gemacht hättest, wäre hier die Welt. Ja, weiß ich. Kann jedem mal passieren. Wir sind nur Menschen. Wenn das mir passiert wäre, kannst du nur. Das weiß doch jeder Idiot. So, lass das jetzt so. Alles futscher. Ah, Freunde, wir machen uns gerade fertig, beziehungsweise ich ziehe mir noch final die Socken an. Dann können wir mal unsere Outfits präsentieren, denn nach diesem holprigen Morgen geht es zu einem wundervollen Ereignis. Und zwar sind wir von Maui höchstpersönlich zu seinem Willkommensfest, aka der Freien Taufe, eingeladen worden. Freue mich sehr, komm, wir präsentieren mal. Ich hoffe, ich überstehe den Tag ohne Brecherei. Ich hoffe auch, Engel. Ich drücke dir die Daumen, ja. Wir müssen jetzt abstimmen, in welche Richtung wir jetzt gehen.
bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Anna und Tim lassen sich ja immer wundervolle Sachen einfallen. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Deswegen wird das bestimmt ein sehr emotionaler und sehr toller Tag. Sehr tolles Wetter heute erwischt. Es ist nicht so wie gestern 30 Grad, aber es scheint trotzdem schön die Sonne. Ja. Und wir haben was gemacht. Ja, also für Timmy, der hat heute übrigens auch Geburtstag. Sorry, Bro, heute ein bisschen unglücklich, ne? So, aber sorry, du bist heute die zweite Bahn. Okay. Die zweite Geige. Haben wir auch was Kleines vorbereitet. Nur einen Gutschein für gemeinsame Zeit. In einer süßen Pokémon-Tüte. Und ein, zwei Guinness. Das trinkt er ganz gerne. Mhm. Und mit Maui haben wir ein kleines Taufbäumchen in Flieder. Was wohl Anna sich gewünscht hat. Und zwei Tonys. Haben wir über zwei Quellen erfahren. Wir haben echt lange überlegt, was man so schenkt zu so einer Taufe. Und irgendwie schenkt man ja meistens auch so zu Kindern zum Geburtstag oder so irgendwie Anziehsachen oder Spielzeug. Aber irgendwie, wenn man ehrlich ist, können die Kinder ja nicht viel damit anfangen. Ja. Und ich habe so überlegt, ich will irgendwie was schenken, was so eine tolle Bedeutung auch hat. Und dann bin ich auf einen Taufbaum gestoßen. Und ich fand das richtig süß und habe richtig Gänsehaut bekommen, als ich das gesehen habe, weil das soll quasi symbolisieren Stärke und Wachstum und weiß ich nicht, irgendwie fand ich das ganz, ganz süß. Ja, und da Anna sich wie gesagt, einen Fliederbaum gewünscht hat, das sehr gut gepasst. Müssen wir ihn nochmal gießen? Ich habe ihn gestern Abend gegossen, aber ich hatte Angst, ihn zu übergießen, deswegen habe ich nicht so viel. Okay. Und da oben ist schon ein bisschen eingegangen, ne? Ja, aber die Blätter sehen noch gut, also ich will jetzt lieber nicht vergucken. Nein. So, okay. Ja, Leute, ich will euch was Geiles zeigen. Frau Mahoney hat nämlich was bestellt. Was so cool ist. Guck. Ach, ich hab's schon umgebracht. Yeah. Ist klar, Leute. Für die... Hast du das hier benutzt? Nee. Ja, das musst du dann machen, sonst kannst du ja nicht saugen. Ah. Wir kennen diese, Leute, unsere geliebten Stanleys. Und das sind die Becher, also die Dinger, die oben auf dem Stanley drauf sind, mit diesen Strohhalmen. Zack, süffeln. Aber diese Dinger sind einfach nicht wasserdicht. Nicht hundertprozentig halt. Also absolut gar nicht. Sobald der Stanley nur ein bisschen schief ist oder sowas, kommt sofort Wasser raus. Jetzt habe ich was bestellt bei Amazon. Das ist so. Könnt ihr so. Jetzt bin ich gespannt. Poh. Poh. Das ist halt das schon ist wirklich krass. Crazy. Wie oft ist mir der Stanley schon in meiner Tasche ausgelaufen? Und es ist halt farblich wirklich ja. Ja, also 100%er Match. Super. Total toll. Sind unten in der Beschreibung verlinkt. Natürlich, selbstverständlich. Alle. Freunde, schaut euch das mal an. Nein, vorne er doch erstmal. Oh. Oh, der Text ist wirklich sehr, 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 sehr süß. Freunde, wir sind angekommen und es ist so unfassbar süß geschmückt. Es ist wirklich, wie beschreibt man das? Emotionally damaged. Fühlt sich auch ein bisschen so hochzeitsweibmäßig an. Ja, sehr, sehr. Das ist wirklich wundervoll. Wir haben mit Martin wieder gesehen, ich zeige ihn euch mal. Da vorne, der nette Herr, hat unter anderem auch bei unserer Hochzeit geredet. Martin, guck mal hier hin in die Kamera. Komm. Ja! Ja. Bester Mann. Bester Mann, wirklich, Martin. Und es geht los. Und ich bin so gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Oh. Denn ich habe schon bei dem Willkommensschild einfach geweint. Das kann, glaube ich, nicht gut gehen heute. Unnötig, dass ich mich geschminkt habe. Eigentlich ja. Stehen jedenfalls mit dem ein oder anderen Kind in der Hand, im Arm, ist auch schön. Von Anfang an, dass du dich hier wohlfühlst, ein Leben lang. Wow. War das schön, Freunde. Das war so unglaublich schön. Wir sind jetzt gerade zum Auto gegangen, um uns kurz zu beruhigen. Frau Mahoney hat was getrunken und noch was Kleines gesnackt und hört auch nicht auf mit dem Snacken. So soll es sein. Wir haben Rotz und Wasser geheult. Das war wirklich wundervoll. Also wirklich verrückt. Wahnsinn. Ihr habt, glaube ich, schon unseren Kaffeestand da hinten entdeckt. Der wird auch schon fleißig genutzt, genau. Ansonsten könnt ihr euch gleich überall verteilen, wenn es Essen gibt. Das ist jetzt auch gleich eröffnet nach unserer kleinen Ansprache. Tim haben wir schon gratuliert und gesungen. Reicht jetzt auch. Also das Wichtigste ist erledigt. Jetzt gibt's ein Ständchen. Hui! Darling, darling, darling.
Es geht sehr schnell. Also jetzt geht's ab, Freunde. Oh, jetzt. Jetzt geht's ab. Timmy kommt jetzt. Timmy kommt jetzt. Da läuft auch mit dem Mama. Da mache ich den neuen Podcast ready. Nein, nein, nein. Da hinten liegt Frau Moni und schläft und ruht sich aus. Wir hatten gestern nämlich einen unfassbar schönen Abend und waren echt sehr, 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 sehr lange noch bei Anna und Tim. Da ist so der harte Kern quasi danach noch, nach dem Willkommensfest noch rübergegangen. Wir haben noch ein bisschen gechillt, was zu essen bestellt, was gequatscht. Und es war wirklich ein sehr, sehr wundervoller, emotionaler, glücklicher, aber tränenreicher Tag. Und wirklich unfassbar viel Spaß gemacht und einen wirklich sehr, sehr, sehr berührt. Wir haben im Podcast schon gesagt, dass es man früher bei solchen Events immer so, man hat sich immer genauso gefreut wie auch gestern für Freunde, Familie und sowas. Aber es war immer so wie so eine dunkle Wolke über einem, die über einem geschwebt hat und die immer so zu einem Funken noch so einen selber etwas bedrückt hat. Ne, und gestern war so ein Fest, wo wir alles zu 100% genießen konnten, wo wir einfach die Liebe, die man da gespürt hat mit allen Anwesenden und gerade mit Anna und Tim und Maui natürlich teilen konnten. Und das war wirklich wunderbar. Und jetzt mache ich Podcast ready, den haben wir gerade aufgenommen. Frau Mahoney macht jetzt einen Mittagsschlaf, weil sie irgendwie ein bisschen Copping hat. Ich weiß nicht genau. Wir beobachten und dann muss ich eigentlich auch nochmal hier aufräumen. Hey du Jemine, der Haushalt und ich, ne? Nach der Spülmaschinenaktion gestern, ne? Es ist ja nochmal glimpflich ausgegangen, aber ich muss echt sagen, dass ich nochmal ein bisschen was üben muss auf jeden Fall. Ach Leute, wir sind einkaufen. Frau Mahoney ist wieder auferstanden und wir haben inzwischen schon super viel erledigt, To-Dos erledigt, Reels gedreht. Und immer diese eine, zwei Stunden am Tag, wo es Mono gut geht, versuchen wir alles zu erledigen und jetzt ist sie einfach hier vor den Pampers stehen geblieben. Nein, ich bin stehen geblieben, deswegen schaut mal, wie sie... Pokémon! Ich dachte mir so, krass, jetzt noch nicht, aber sonst ist man jahrelang an diesen Regalen vorbeigelaufen und irgendwann müssen wir hier halt machen, weil wir so Pampers kaufen. Kobi wurde gerade abgeholt. Hallo, guck doch mal! Ja, so sieht's aus. Kobi wurde gerade abgeholt von Hans und Vicky. Die drei erledigen heute Hochzeitsstuff. Richtig, richtig cool. Normalerweise wäre ich eigentlich dabei gewesen. Aber obviously geht's mir leider nicht so gut, um den ganzen Tag den beiden jetzt beim Filmen und so zu helfen. Die machen nämlich heute was ganz Besonderes für ihre Eheringe. Könnt ihr bei den beiden mal auf dem Vlog-Kanal vorbeischauen, dann nehmen die euch, glaube ich, mit. Und da hätte ich eigentlich gefilmt den ganzen Tag, aber mir ist so schlecht und schwindelig und Kreislauf und alles, dass Kobi jetzt für mich eingesprungen ist. Und später kommen sie dann alle wieder. Bin auf jeden Fall richtig gespannt, was da heute alles so passiert und rauskommt. Und ja... Bin jetzt mal gespannt, was bei mir heute geht. Wahrscheinlich nicht so viel. Aber ich mache mir jetzt erstmal ein Marmeladenbrot. Ein Marmeladenbrot ist ein gutes Brot. Geil. Oh, da habe ich jetzt gerade so Lust drauf. Oh Gott. Schnell. Yummy, yummy. Ach. Nein. Hallo. Come on. Geil. Ja, Orangensaft und Brot, dann wird es gleich schon wieder besser. Eine Stunde später, 11.30 Uhr ungefähr, kann man nochmal machen, so eine Portion Nudeln essen. Aber das ist noch von gestern übrig geblieben. Ich habe ganz viel Gemüse angebraten und einfach Nudeln und dann mit Pesto vermischt. Richtig geil, das lasse ich mir jetzt schmecken, während dort Big Bang einfach läuft. Ich habe gerade eben noch ein kleines Nickerchen gemacht. Also ich bin aktuell wirklich nur am Essen und am Schlafen und am Essen und am Schlafen. Ja, und versuchen, mich nicht zu übergeben. Aber wenn ich esse, dann ist es immer gut. Deswegen, ja, das lasse ich mir jetzt schmecken. Und ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Go-To-Serie ist, die immer nebenbei läuft. Also entweder ist es bei uns Big Bang, How I Met Your Mother. Ja, eigentlich einer von den beiden. Super. Er wird auch gelobt.
gekocht. Und du nicht, Hans, ne? Oh my goodness. Das ist krass. Das ist crazy. Freunde, ich habe gar nicht gesagt, wo ich bin. Ich bin heute als Kameramann mit unterwegs und darf jetzt meinen eigenen Ring irgendwie noch anfertigen. Und zwar, wie nennt man denn, wie ist denn der Fachbegriff dafür? Einen Vorsteckring. Einen Vorsteckring für meinen Ehering, weil ich ja, ne, ihr wisst, 30 Kilo abgenommen habe und der Ring jetzt halt so macht. Und deswegen gibt es einen ganz dünnen Vorsteckring aus Silber. Aber weil er nicht kleiner machen möchte, nochmal zur Information, das geht nämlich. Ja, natürlich geht das. Aber erstmal, ich weiß ja nicht, was noch passiert und hin und her, deswegen erstmal so. Und eigentlich, komm mal kurz hier hin, eigentlich bin ich heute nur mit Hans und Vicky hier. Die schmieden heute ihre eigenen Eheringe. Richtig crazy. Kleiner Spoiler. Ich verlinke euch mal, wenn das dann online ist, irgendwie das Video von denen in der Beschreibung. So, jetzt legen wir hier los. Was muss ich machen? Aufdrehen, hinten drauf und wieder zu. Perfekt. Okay. Schöne kreisende Bewegungen machen, bitte. Ja. Weg. Achso, ich wollte das zwischen nur draufkriegen. Okay. Sehr gut! Also, wir sind beide den hier gemacht. Halt mal an, schaffst du. Ja, locker! Wie läuft es sonst bei euch so? Ja, macht's Bock? Ja. Ja, sehr krass. Sehr krass, ne? Mhm. Ich habe mit meinem Ring tatsächlich auch weitergemacht. Der sieht jetzt so aus. Aber der wird jetzt auch noch ready gemacht. Ich bin sehr gespannt. Sehr, wird der gut? Auch? Ah, oh, schauen wir mal, ne? Ja. Erwacht von meinem nächsten Nickerchen. Ja, wir haben original 4:15 und ich putze mir jetzt erst die Zähne. Ich hab mir neue Zahnpasta geholt. Also das ist eigentlich unsere Go-To-Zahnpasta. Und wir waren jetzt letztens woanders einkaufen und hat Colby die mitgebracht. Die Junge, die pfeffert einem wirklich alles weg. Eigentlich richtig, richtig geil. Aber die brennt mir alles weg. Und ich habe aktuell das Problem, dass sobald ich mir die Zahnbürste, boah, ich finde das schon eklig gerade irgendwie so, dieses, wenn ich das hier so, keine Ahnung, ich kann es nicht beschreiben. Ich weiß nicht, wieso, weshalb, warum das so ist. Colby kann es auch nicht verstehen, weil er sagt so, du musst die Zahnbürste ja nicht bis hinten, bis du wirkst, reinschieben. Ich sage, ich weiß, aber schon alleine dieses auch hier vorne löst irgendwie Würgereiz aus. Ich weiß nicht, wieso, weshalb, warum. Frag mich nicht, es ist so. Mich würde auch mal voll interessieren, ich habe gerade eben mal eine Umfrage auf Instagram gemacht und das war so krass, wie viele mir geschrieben haben, dass sie gerade auch schwanger sind. Also schreibt das gerne mal in die Kommentare. Also ich würde es gerne mal wissen, wie viele es hier auf YouTube sind, die uns hier verfolgen. Weil ich die letzten Tage natürlich so ein bisschen gepostet habe, auch auf Instagram mit Übelkeit und allem hin und dran. Und dann haben mir so viele geschrieben, oh, mir geht es gerade genauso oder keine Sorge, das geht weg. Ich bin gerade in der 24. Schwangerschaftswoche und so weiter. Jetzt habe ich gerade mal gefragt und mein Postfach explodiert. Also gefühlt sind alle meine Follower gerade schwanger. Also sehr, sehr cool. Herzlichen Glückwunsch an alle, die gerade genau dieses gleiche Wunder erleben dürfen. Also macht einfach gerne mal ein Mi oder sowas in die Kommentare. Ich putze jetzt mal meine Zähne. Oh. Fühlt mir die Lippen ein bisschen besser. Aber seht ihr das? Wie krass trocken meine Lippen sind. Ich kann ja einfach so machen. Und das pellt sich einfach alles richtig ab. Warum? Muss ich mal ein bisschen Lippenpflege auftragen, ne? Ach, ich muss mich noch wiegen. Jetzt kann ich direkt mal in mein Schwangerschaftstagebuch schreiben. Ich führe aktuell mein Schwangerschaftstagebuch noch bei meinen Notizen hier einfach auf dem Handy, weil ich mich noch nicht getraut habe, eins zu bestellen, wo man es so richtig schön reinschreiben kann. Und da schreibe ich einfach immer nur die Woche auf, wie es mir geht, was ich so für Veränderungen an meinem Körper wahrgenommen habe und auch immer das Gewicht. Das macht eigentlich gerade keinen Sinn, merke ich, weil ich schon so viel gegessen habe heute. Aber man kann es ja trotzdem mal gucken. Das ist nicht gut. Also jetzt gerade wiege ich 62, obwohl ich schon sehr viel gegessen habe heute. Und vor 2 Wochen, als ich gestartet habe, habe ich 62,8 gewogen. Also es wird von Woche zu Woche ein bisschen weniger. Ist jetzt, glaube ich, nicht ganz dramatisch. Ich sehe auch immer sehr viel auf Instagram und YouTube von anderen Schwangerschaften und weiß, dass das jetzt nicht unnormal ist. Aber eigentlich sollte man in der Schwangerschaft ja eher lieber zunehmen als abnehmen. Aber das wird schon. Ist ja auch irgendwie normal, dass man ein bisschen was abnimmt, wenn man ja, sich so viel übergibt. Boah, in diesem Raum hier sieht es auch aus. Ich bin so froh, wenn wir den bald angehen. Wir machen ja das Ankleidezimmer hier bald ins Schlafzimmer. Because das hier wird ja Babyzimmer.
Und ich will da mindestens die Hälfte von meinem Kleiderschrank ausmisten. Ich habe keinen Bock mehr, sage ich euch, wie es ist. Jetzt wollte ich mich nur kurz ein bisschen frisch machen, weil Kobi mit Hans und Vicky ja dann gleich wiederkommen. Und dann will ich hier nicht so gammelig rumlaufen. Oh, ich habe so eine verstopfte Nase die ganze Zeit, aber man darf ja kein Nasenspray mehr nehmen. Ich finde, wenn man sich so ein bisschen frisch macht, Zähne putzen, duschen ist noch geiler, aber das mache ich nicht, wenn Kobi nicht zu Hause ist. Dann fühlt man sich auch immer schon direkt besser. Ja, das merke ich auf jeden Fall. So werdet ihr mich die nächsten Wochen nur erleben. In der Blüte meines Lebens. Wo ist das, was die Leute immer sagen, wenn man schwanger ist, kriegt man einen Prego-Glow? Ich sehe ihn noch nicht. Nein, aber sonst geht's mir eigentlich gut. Freunde, wir sitzen in der Car. Guys, oh. Are you happy? Ja, Mann. Fast 8 Stunden später. Das war so anstrengend. Sehr erschöpft, aber sehr happy. Ja, ich hätte nie gedacht, dass es so gut wird. Das freut mich sehr. Vielen, vielen Dank für Ihre Hilfe natürlich. Kobi hat sehr gute Arbeit. Gerne, gerne, gar kein Problem, Freunde. Und ich habe jetzt ja auch was Kleines Neues dafür abgesahnt. Und zwar einen Vorsteckring, Freunde. Das ist das gute Stück, Freunde. Schaut ihn euch an. Ein Vorsteckring. Finde ich, ist gut geworden, oder? Was sagt ihr? Vor allem halt so, ne? Selbst geschmiedet. Dafür, dass du den gemacht hast. Hey, was soll das denn heißen? Habe ich quasi abgestaubt. Boah, hier im Licht glänzt der nochmal richtig. Für alle, die sich jetzt fragen, warum, ich zeige euch das. Also der geht jetzt wirklich sehr schwer ab. Soll aber auch genauso sein. Aber wenn ihr seht, mein Ehering durch die 33 Kilo, Freunde. Wow. Und dann seht ihr, was ich meine? Also das ist jetzt im Winter, die Finger nochmal einen Ticken dünner werden, weil es ja immer normal ist. Dann fliegt er einfach ab und so ist es wirklich so leicht. Also da hatte ich schon mal den einen oder anderen, wo ich so... Ist er noch da, aber alles gut gegangen. Und jetzt kommt quasi der Vorsteckring davor. Und dadurch kann hier nichts mehr passieren. Richtig, richtig, richtig nice. Die Idee haben wir übrigens von Kisu. Da waren wir mal im Garten, habe ich das bei ihr gesehen. Nee, als sie bei uns zum Drehen war. Und ja, praktisch. Danke, Leute. Ne? Nee. Also ich meine, ich habe ihn ja selbst geschmiedet und so. Und, ne? Aber danke. Vielen Dank. Danke auch.